Willkommen zur Vorbereitung auf deine B2-Prüfung. Jetzt befassen wir uns mit dem schriftlichen Teil der Prüfung, und zwar dem Beschwerdebrief. Im ersten Teil ging es darum, wie du am besten Informationen zu dem Angebot schilderst. Im zweiten Teil hast du deine Erwartungen und deine Enttäuschungen dargestellt. Und jetzt sollst du deine Forderung beschreiben. Deine Forderung, das heißt, was willst du eigentlich von dem Anbieter? Und am besten eignet sich das Verb auffordern. Ich fordere sie dazu auf. Wozu denn eigentlich? Was möchtest du? Du möchtest dein Geld zurückhaben. Und für Geld schreiben wir am besten die Kosten, für zurückhaben, zurückzahlen, erstatten. Also der Anbieter soll dir die Kosten erstatten. Die gesamten Kosten wird er dir wahrscheinlich nicht erstatten. Deshalb schreib am besten, wie viel Prozent. Du könntest schreiben. Aus den genannten Gründen fordere ich Sie dazu auf, mir innerhalb der nächsten 2 Wochen 50% der Kosten zu erstatten. Also du siehst, ich nenne hier einen bestimmten Zeitraum innerhalb der nächsten 2 Wochen. Das ist sinnvoll, da sich sonst der Anbieter wahrscheinlich gar nicht so schnell mehr melden wird. Du hältst deine Forderung für richtig? Dann kannst du auch sagen, ich halte das für angemessen. Im Brief schreibst du besser dies anstatt das. Also ich halte dies für angemessen. Du schreibst dir eine Beschwerde, weil du Probleme hattest. Und anstatt Probleme schreibst du besser Unannehmlichkeiten. Unannehmlichkeiten, das ist eine bessere Formulierung für Probleme. Hast du schon mal gehört in Anbetracht? In Anbetracht, das ist ein Synonym für wegen. Und in Anbetracht ist immer mit Genitiv. Dann könntest du formulieren: In Anbetracht der aufgeführten Unannehmlichkeiten halte ich dies durchaus für angemessen. Also wegen der ganzen Probleme, die ich ja schon aufgezählt habe, aufgeführten, der genannten Probleme, halte ich dies, also meine Forderung, natürlich absolut für angemessen. Durchaus, das ist absolut für angemessen. Jetzt könntest du aber noch etwas schreiben, was machst du, wenn der Anbieter gar nicht reagiert? Wir sollen ja möglichst viel schreiben. Also, sollten Sie dem nicht nachkommen? Dem, das heißt, was du schon geschrieben hast, deiner ganzen Forderung, nicht nachkommen, nicht machen, was ich von Ihnen möchte, sollten Sie dem nicht nachkommen. Du könntest aber auch schreiben, sollten Sie nicht auf mein Schreiben reagieren. Das kannst du beides verwenden. Was machst du dann? Dann wirst du nicht nochmal schreiben, du wirst dir einen Anwalt nehmen. Also, sollten Sie nicht auf mein Schreiben reagieren, dann werde ich umgehend meinen Anwalt hinzuziehen, also umgehend schnell einen Anwalt nehmen, einen Anwalt hinzuziehen und rechtliche Schritte einleiten. Schritte, das ist ein Prozess, du möchtest vor Gericht gehen und rechtliche Schritte einleiten. Du könntest aber auch schreiben und gegebenenfalls eine Klage einreichen. Wenn du ein Problem mit einer Person hast und dieses Problem nicht normal, also schriftlich, durch Kommunikation lösen kannst, dann kannst du auch vor Gericht klagen, wir sagen eine Klage einreichen, und dann muss der Anbieter mit deinem Anwalt sprechen und er hat einen Gerichtsprozess. Gegebenenfalls, du siehst, hier steckt das Wort falls, also wenn ich das muss, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, dann sagt man gegebenenfalls. Und dann schreibst du wie immer mit freundlichen Grüßen und deinen Vor- und Familiennamen.